Souverän Vermögen schützen von Olaf Gierhake und Gerd Kommer. Dieses Buch ist ein Wegweiser für den fortgeschrittenen Vermögensschutz, der dir zeigt, wie du deine hart verdienten Ersparnisse nicht nur sicherst, sondern auch klug einsetzt. Wenn du nachts wach liegst und über deine Finanzen grübelst, dann sind diese Einblicke genau das, was du brauchst. Dieses Buch ist für jeden gedacht, egal ob du schon vermögend bist oder gerade erst den Übergang vom Vermögensaufbau zum Vermögenserhalt planst. Die Experten Olaf Gierhake und Gerd Kommer teilen ihre wertvollen Ratschläge, die für jeden Vermögensstand hilfreich sind. Ein wichtiger Hinweis: Dieses Buch setzt ein Grundverständnis der Wirtschaft voraus. Wenn du dich jedoch noch am Anfang deiner Finanzreise befindest, keine Sorge. In unserer Bibliothek findest du zahlreiche Bücher, die speziell für Einsteiger konzipiert sind. In diesen Kapiteln entdeckst du den Unterschied zwischen Reichwerden und Reichbleiben, die Bedeutung von Risikominimierung in deinem Vermögensschutz und warum ein Umzug ins Ausland nicht automatisch zu Steuerersparnissen führt. Bereite dich darauf vor, dein finanzielles Wissen zu vertiefen und deinem Vermögen einen neuen, sicheren Weg zu ebnen. Kernaussage 1: Vermögensaufbau versus Vermögensschutz. Stell dir vor, du hast jahrzehntelang hart gearbeitet und ein Vermögen aufgebaut. Jetzt steht eine entscheidende Frage im Raum: Wie schützt du dein Geld, während du weiterhin ein erfülltes Leben führst? Der Übergang zum Vermögensschutz bringt neue Prioritäten und Ziele mit sich. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Begrenzung von Risiken. Es ist wichtig, Risikokonzentrationen und Schulden systematisch abzubauen und Vermögen vom geschäftlichen in den privaten Bereich zu übertragen. Gierhake und Kommer unterteilen Vermögensschutz in drei Hauptbereiche: Vermögenserhaltung, Asset Protection und Finanzrisikomanagement. Für optimalen Schutz ist es essentiell, in allen drei Bereichen aktiv zu sein. Beim Vermögenserhalt geht es darum, Kosten und Steuern bei der Vermögensverwaltung zu reduzieren. Hier kannst du direkt Einfluss nehmen, etwa durch die Auswahl der Finanzprodukte oder durch Steuerberatung in Bezug auf Schenkungen. Asset Protection meint den strategischen Schutz vor Risiken, die außerhalb des Marktes entstehen. Dazu gehören Maßnahmen zum Schutz vor politischen, zivilrechtlichen und steuerlichen Risiken wie Währungsrisiken, staatliche Eingriffe, Steueränderungen oder Risiken durch familiäre Veränderungen. Beim Finanzrisikomanagement konzentrierst du dich auf den Schutz vor Markt- und Produktrisiken. Hier gibt es Überschneidungen zum Vermögensaufbau, vor allem in Bezug auf die Diversifikation. Ziel ist es, das beste Verhältnis von Rendite zu Risiko zu erreichen. Gierhake und Kommer quantifizieren Risiken als Produkt von möglicher Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit. Das Ziel ist, den erwarteten Verlust zu minimieren. Ein Kompromiss dabei: In der Vermögensschutzphase liegt die Rendite nach Kosten, Inflation und Steuern oft nahe Null. Ein großer Unterschied zur Vermögensaufbauphase, in der die Renditemaximierung im Mittelpunkt stand. Zusammengefasst: Im Fokus der Vermögensschutzphase steht nicht die Maximierung der Rendite, sondern die Minimierung der Risiken. Vermögensschutz erfordert strategisches und pragmatisches Handeln. Es ist wichtig, sich frühzeitig mit seinen Zielen auseinanderzusetzen und rechtzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen. Kernaussage 2: Das Ziel? Kapitalverzehr oder Kapitalerhalt? Stehen wir vor der Frage des Vermögensschutzes, sollten wir uns zuerst zwei wichtige Fragen stellen, wie Gierhake und Kommer betonen: Für wen soll mein Vermögen dienen und in welcher Form? Und vor wem oder in welcher Form sollte mein Vermögen geschützt werden? Wenn das Ziel der vollständige Kapitalverzehr zu Lebzeiten ist, hängt die angemessene jährliche Entnahmerate von deinem Alter und Lebensstandard ab. Ein Beispiel: Ein 50-Jähriger, der monatlich 10.000 Euro benötigt, sollte über ein Vermögen von 5,2 Millionen Euro verfügen, um eine Entnahmerate von 2,3% jährlich zu realisieren. Diese Rate passt sich mit dem wachsenden Vermögen und zunehmendem Alter an. Kosteneffiziente Vermögensverwaltung ist sowohl beim Aufbau als auch beim Schutz des Vermögens entscheidend.
Selbst bei hohen Vermögenswerten sind breit gestreute ETFs oft kostengünstiger als Einzelaktien und Anleihen. Die Nutznießer von Vermögensschutz sind nicht nur der Eigentümer und seine Familie, sondern oft auch Freunde, langjährige Weggefährten oder wohltätige Organisationen. Wenn das Ziel die Versorgung von Hinterbliebenen ist, sollte rechtzeitig Vorsorge getroffen werden. Ein gültiges Testament ist dabei unerlässlich, um sicherzustellen, dass der letzte Wille des Erblassers umgesetzt wird und spätere Konflikte vermieden werden. Ebenso sollte für den Fall einer Handlungs- oder Geschäftsunfähigkeit vorgesorgt werden. Zivilrechtliche Risiken wie Unternehmenshaftungen oder Unterhaltsforderungen sollten, wenn möglich, von vornherein begrenzt werden. In bestimmten Fällen kann zum Beispiel in den USA nicht nur auf das Firmen-, sondern auch auf das Privatvermögen zugegriffen werden. Eine wirksame Methode zum Schutz des Vermögens vor unberechtigtem Zugriff ist die Übertragung von Vermögen zu Lebzeiten, beispielsweise durch Schenkungen mit bestimmten Bedingungen. Ein Beispiel hierfür ist die Schenkung eines Hauses an die Kinder mit einem lebenslangen Wohnrecht, das im Grundbuch eingetragen wird, um es vor späteren Gläubigern zu schützen. Zusammengefasst: Durch frühzeitige Planung und strategische Entscheidungen kann man Vermögensrisiken effektiv begrenzen. Im nächsten Abschnitt sehen wir, was passieren kann, wenn man nur auf die Ratschläge von Freunden hört. Kernaussage 3: Strategien, die nicht beim Vermögensschutz helfen. Lassen Sie uns einige gängige Mythen über Vermögensschutz entzaubern, die Gierhake und Komma zufolge wenig nützlich sind. Mythos 1: Ein Auslandskonto oder Auslandsdepot. Diese Option führt eher zu höheren Kosten und Mehraufwand als zu zusätzlicher Sicherheit. Das gilt auch für Anlagen in der Schweiz oder in sogenannten Steueroasen. Mythos 2: Auswandern, um den heimischen Steuerverpflichtungen zu entkommen. Die Realität des Wohnsitzwechsels ins Ausland ist kompliziert, sowohl praktisch als auch steuerrechtlich. Oft entstehen dabei neue Probleme, anstatt alte zu lösen. Zum Beispiel kann die Wegzugsbesteuerung für Unternehmer oder doppelte Steuerzahlungen ohne entsprechende Abkommen zur Folge haben. Mythos 3: Eine vermögensverwaltende Kapitalgesellschaft. Egal ob im In- oder Ausland ansässig, bietet sie keine signifikanten Vorteile in Sachen Vermögensbewahrung oder Asset Protection. Die gleichen Risiken wie bei einer Direktanlage bleiben bestehen. Mythos 4: Die Verlagerung des Vermögens ins Ausland bei Beibehaltung des Wohnsitzes in Deutschland. Abgesehen von wenigen Ausnahmefällen kann dies zu höheren Steuerbelastungen führen. Mythos 5: Ausländische Lebens- oder Rentenversicherungen. Sie können vorteilhaft sein, wenn sie in Luxemburg oder Liechtenstein abgeschlossen werden, dank günstigeren Asset-Managements und steuerlichen Vorteilen. Auch bei der Asset Protection kann dies von Vorteil sein, wenn unwiderruflich Begünstigte benannt werden. Mythos 6: Eine zweite Staatsbürgerschaft außerhalb der EU oder der Schweiz. Dies kann rechtliche Probleme mit sich bringen und in seltenen Fällen nur in Krisensituationen nützlich sein. Natürlich sind illegale Praktiken wie Steuerhinterziehung keine Option. Kurz gesagt: Die Verlagerung von Vermögen oder Wohnsitz ins Ausland bringt selten den gewünschten Nutzen. Es gibt jedoch eine Ausnahme, die wir im letzten Abschnitt vorstellen werden: eine Liechtensteiner Familienstiftung. Zuvor aber widmen wir uns dem Schutz durch Diversifikation. Kernaussage 4: Richtig auf politische, volkswirtschaftliche und steuerrechtliche Risiken reagieren. Stellen Sie sich eine Wirtschaftskrise vor, die unweigerlich das Risiko eines drastischen Preisverfalls und Wertverlusts bei inländischen Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen, Beteiligungen und Immobilien mit sich bringt. In solchen Zeiten steigt das Ausfallrisiko bei Bankguthaben und auch Lebens- und Rentenversicherungen zahlen oft weniger aus als erwartet. Nicht zu vergessen sind die potenziellen langen Phasen von Inflation oder Deflation, die in der Folge einer Finanzkrise auftreten können. Die meisten Staaten sind durch politische und fiskalische Entwicklungen hoch verschuldet und die Tendenz ist steigend.
Historisch gesehen führt dies oft zu Steuererhöhungen und neuen Formen der Vermögensbesteuerung, wie Sonderabgaben. Auch staatliche Eingriffe in das Privateigentum, wie Verstaatlichungen oder Mietpreisbremsen, sind nicht ungewöhnlich. Das Land Ihres Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltsortes bestimmt, wo Sie unbeschränkt steuerpflichtig sind. Daher ist es ratsam, sowohl die Kosten des Vermögens als auch die steuerliche Belastung zu reduzieren. Dies umfasst Einkommens-, Kapitalertrags- und Erbschaftssteuern. Gutverdiener zahlen häufig 50% Einkommenssteuer, während 26% Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge im Vergleich günstig erscheinen. Erbschafts- und Schenkungssteuer fallen an, wenn der Erblasser, der Erbe oder das vererbte Vermögen in Deutschland liegt. Durch eine ausländische Stiftungshülle können Steuern auf Stiftungs- und Begünstigtenebene gesenkt werden, wodurch auch das Risiko von Steueränderungen im Inland verringert wird. Gierhake und Komma empfehlen auch eine Diversifikation durch verschiedene Eigentumsbeziehungen, um Zugriffsrechte weniger attraktiv zu machen. Je früher Sie mit dem Vermögensschutz beginnen, desto besser. Nichts zu tun ist die schlechteste Option. Einige erste Schritte könnten sein, Bankeinlagen durch Geldmarktfonds zu ersetzen, die ein geringeres Gegenparteirisiko aufweisen, oder eine kürzlich abgeschlossene Lebensversicherung beitragsfrei zu stellen. Zusammengefasst, Ihr Vermögen sollte breit gestreut sein, über verschiedene Anlageklassen und Eigentümer hinweg, sowohl im Inland als auch im Ausland. In diesem Abschnitt haben wir uns mit politischen, volkswirtschaftlichen und steuerlichen Risiken im Rahmen der Asset Protection beschäftigt. Weitere Risiken werden im nächsten Abschnitt durch das Finanzrisikomanagement abgedeckt. Kernaussage 5: Finanzrisikomanagement für Vermögende. Das Finanzrisikomanagement für Vermögende beinhaltet derzeit besonders den Umgang mit Nullzinsen, Bankrisiken sowie die Gefahr von Inflation oder Deflation. Lassen Sie uns diese Risiken genauer betrachten. Nullzinsen, eine Folge der lockeren Geldpolitik der EZB, bedeuten, dass man nicht von den Erträgen leben kann. In der Phase des Vermögensschutzes sind jedoch reale Renditen um Null als sicher anzusehen. Bei Bankguthaben gilt nicht mehr als 100.000 Euro pro Person und Bank, da dies der Betrag ist, den die Einlagensicherung schützt. Eine kluge Alternative sind Geldmarktfonds, da sie als Sondervermögen gelten. Trotz der Risiken digitaler Systeme in Banken und Börsen gibt es für den Privatanleger kaum Alternativen. Eine Möglichkeit, um in einer Stromkrise liquide zu bleiben, ist die Aufbewahrung von Bargeld in einem Schließfach. Die erwartete Inflation spiegelt sich bereits in den aktuellen Kursen wider, wodurch langfristig alle Assetklassen einen gewissen Inflationsschutz bieten. In einem moderaten Inflationsszenario bieten jedoch Geldmarktanlagen den besten Schutz, während Immobilien, Aktien, Anleihen und Gold weniger effektiv sind. Bei extremer Inflation über 20% ändert sich dieses Bild. Bei einer drohenden Deflation bieten hochwertige, langlaufende Anleihen den besten Schutz. Allerdings halten die Autoren sowohl eine hohe Inflation als auch eine Deflation in naher Zukunft für unwahrscheinlich. Um sich vor einer Systemkrise im Heimatland zu schützen, ist eine Investition im Ausland ratsam. Andere Risiken sind vermietete Immobilien und das eigene Unternehmen. Immobilien bergen politische Risiken und ein Klumpenrisiko, wenn zu viel in diese Assetklasse investiert wird. Die eigene Firma stellt ebenfalls ein makroökonomisches und politisches Risiko dar. Zur Risikominimierung empfiehlt es sich, Haftungsverbünde aufzulösen und Beteiligungen zu reduzieren. Ein wichtiger Grundsatz: Schulden sollten vermieden werden, da sie das Risiko erhöhen. Die Quintessenz lautet, nur durch eine ausreichende Diversifikation des Vermögens kann Schutz oder zumindest Teilschutz erreicht werden. Im nächsten Abschnitt widmen wir uns der optimalen Asset Allocation zum Vermögensschutz. Kernaussage 6: Die optimale Vermögensallokation. Die Kunst der optimalen Vermögensallokation liegt in der geschickten Auswahl und Gewichtung verschiedener Assetklassen. Das Hauptziel in der Vermögensschutzphase ist es, eine hohe Gesamtrendite aus Ausschüttungen und Wertsteigerungen bei möglichst niedrigem Risiko zu erzielen.
Einige Investmentformen sollten Sie in dieser Phase meiden. Kapitalbildende Lebensversicherungen, private Rentenversicherungen deutscher Anbieter, aktiv gemanagte Fonds, offene und geschlossene Immobilienfonds, Finanzprodukte mit Kapitalgarantie und Zertifikate, ebenso Kryptowährungen, Derivate, Rohstoffe und Sammlerobjekte. Diese sind oft mit hohen Gebühren oder überdurchschnittlichen Risiken verbunden. Bessere Risiken in dieser Phase sind in den Assetklassen Cash, Aktien und Anleihen zu finden. Statt in Einzeltitel zu investieren, sollten Sie sich auf ETFs und Indexfonds konzentrieren, um eine breite Diversifikation zu erreichen. Gerd Kommer hat das Weltportfolio-Konzept entwickelt, das auf einem wissenschaftlichen Ansatz basiert und eine maximale Diversifikation über verschiedene Assetklassen, Länder und Emittenten anstrebt, bei gleichzeitig niedrigen Kosten und Steuern. Diese Strategie umfasst globale Aktien und risikofreie Anlagen und eignet sich sowohl für die Vermögensaufbau- als auch für die Vermögensschutzphase. Sie ist ein Buy-and-Hold-Ansatz, der regelmäßige Entnahmen ermöglicht und wird idealerweise über einen Vermögensverwalter mittels ETFs umgesetzt. Für die Aktienkomponente empfiehlt Kommer einen ETF auf den MSCI ACWI EMI Index oder den FTSE All World Index. Für Anleihen werden ETFs auf den FTSE MTS Highest Rated Macro Weighted Government Bond Index oder den Market iBoxx EUR Floating Rate Notes Investment Grade Index empfohlen. Zusätzlich beinhaltet Kommers Konzept auch eine Beimischung von Gold, Rohstofffutures, Schwellenländeranleihen, Immobilienaktien und Faktorprämien. Zusammengefasst: Die Auswahl und Gewichtung der Assetklassen bestimmen Risiko und Rendite eines Portfolios, nicht einzelne Anlageformen. Für Anleger mit Skepsis gegenüber dem Euro empfehlen Gierhake und Kommer Investitionen in Aktien, kurzlaufende Anleihen und Immobilien außerhalb der Eurozone sowie eine Beimischung von Gold und anderen Rohstoffen. Kernaussage 7: Strategische Maßnahmen des Vermögensschutzes. Nachdem wir eine Fülle von Informationen zum effektiven Vermögensschutz durchgegangen sind, fassen wir nun die Schlüsselpunkte zusammen. Erstens: Halten Sie eine persönliche Liquiditätsreserve für ungefähr ein Jahr Lebenshaltungskosten bereit. Pro Bank sollten Sie nicht mehr als 100.000 Euro einzahlen, da dies der Betrag ist, der von der Einlagensicherung geschützt wird. Überschüssige Beträge können in Geldmarktfonds angelegt werden. Zweitens: Tilgen Sie alle privaten Kredite. Eine Ausnahme könnten vermietete Immobilien sein, bei denen aus steuerlichen Gründen bis zu 40% Fremdkapital sinnvoll sein kann. Drittens: Minimieren Sie private Eventualverbindlichkeiten aus unternehmerischen Risiken wie Bürgschaften, Garantien und Haftungsrisiken. Viertens: Wenn Firmenvermögen vorhanden ist, ziehen Sie nicht betriebsnotwendige Liquidität aus der unternehmerischen Risikosphäre ab. Dieses Geld wird in den nächsten 2 bis 4 Jahren nicht für operative Zwecke benötigt. Fünftens: Investieren Sie in ein Weltportfolio-Konzept. Ihre Mindestanlagesumme sollte ausreichen, um 30 Jahre oder 40 Jahre ohne schuldenfreie, selbstgenutzte Immobilie Ihre Lebenshaltungskosten zu decken. Dies bietet Kostenvorteile gegenüber Private Banking-Lösungen und ermöglicht eine bessere Risikodiversifikation. Sechstens: Falls andere Familienmitglieder unternehmerischen Haftungsrisiken ausgesetzt sind, trennen Sie diese Risiken von Ihrem Vermögen. Dies kann durch die Haltung von Depotwerten durch andere Eigentumsträger wie Familienmitglieder oder eine Familienstiftung erreicht werden. Siebtens: Ergreifen Sie flankierende Maßnahmen wie die Erstellung eines Testaments, Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen sowie die Anordnung einer Testamentsvollstreckung. Zusammengefasst: In der Phase des Vermögensschutzes ist es essentiell, unnötige Risiken konsequent zu beseitigen. Für besonders große Vermögen, die für zukünftige Generationen erhalten bleiben sollen, ist eine Liechtensteiner Familienstiftung eine überlegenswerte Option. Sie kann auch als Abwicklungs- oder Dauertestamentsvollstreckerin dienen.
Kernaussage 8. Die Liechtensteiner Familienstiftung. Um Vermögen vor politischen und volkswirtschaftlichen Risiken im Inland zu schützen, bietet sich ein Stiftungssitz im politisch stabilen Ausland an. Dort greift teilweise auch ausländisches Recht, zum Beispiel ein verkürzter Zugriffszeitraum von Gläubigern auf das Stiftungsvermögen im Falle einer Insolvenz. Eine Stiftung ist eine juristische Person, die dem vom Stifter vorgegebenen Zweck verpflichtet ist. Sie kann für die Ewigkeit eingerichtet werden. Die Vermögenswerte gehören der Stiftung, nicht den Begünstigten. Sie erwirbt Eigentum im eigenen Namen auf eigene Rechnung und bewirtschaftet dieses zweckgebunden durch ein professionelles Stiftungsmanagement. So lassen sich innerhalb der Stiftungshülle Steuern senken sowie politische und volkswirtschaftliche Risiken reduzieren. Gierhake empfiehlt eine Liechtensteiner Familienstiftung, da diese gegenüber deutschen Familienstiftungen eine Vielzahl an steuerlichen Vorteilen bietet. Das Fürstentum gehört zur EU und gilt seit 2010 nicht mehr als Steueroase. Eine dort ansässige, richtig ausgestaltete, privatnützige Familienstiftung ist ein seriöses Instrument für einen nachhaltigen Schutz des Familienvermögens. Ein rechtlich sauberes Regelwerk ist genauso unerlässlich wie die Etablierung eines Stiftungsvorstands und eines Aufsichtsrats. Die Kosten sind mit denen deutscher Vermögensverwalter vergleichbar. Neben der administrativen Entlastung bei der Verwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens ist die erhöhte Standortmobilität der Begünstigten ein weiterer Vorteil. Zudem schützt die zusätzliche Diversifikation von Vermögensträgern und Eigentumsbeziehungen vor vielen steuerlichen, politischen, volkswirtschaftlichen und zivilrechtlichen Risiken. Bei Liechtensteiner Stiftungen ist die Besteuerung von Zinsen, Dividenden und Kursgewinnen deutlich niedriger als bei natürlichen Personen oder deutschen Stiftungen. Die Anlageerträge unterliegen in Deutschland nicht der Erbschaft- oder Ersatzerbschaftssteuer. Auch die Übertragung von nicht liquiden Assets wie Betriebsvermögen in eine Liechtensteiner Stiftung hat den Vorteil, dass sowohl laufende Einkünfte als auch Veräußerungen geringeren Körperschaftssteuern unterliegen als in Deutschland. Bei der Übertragung von Immobilienvermögen ergeben sich hingegen keine steuerlichen Vorteile gegenüber einer deutschen Stiftung. Erst wenn sich eine Konstellation ergibt, bei der sich eine fremdvermietete Immobilie seit über 10 Jahren im Privatvermögen des Stifters befindet, lässt sich diese aus der Liechtensteiner Stiftung einkommensteuerfrei an ihre vermögensverwaltende deutsche Tochter KG veräußern. Nach weiteren 10 Jahren kann die deutsche KG die Immobilie steuerfrei an Dritte weiterveräußern. Fassen wir zusammen. Bei großen Vermögen mit illiquiden Assets, die über Generationen erhalten werden sollen, bietet sich eine Liechtensteiner Stiftung an. Viele der in unseren Kernaussagen genannten Vorschläge können mit Hilfe von kompetenten Steuerberatern, Rechtsanwälten und Vermögensverwaltern evaluiert und umgesetzt werden. Für die Einrichtung einer Familienstiftung ist jedoch ein darauf spezialisierter Beratungsdienstleister unerlässlich. Zusammenfassung zum Buch Souverän Vermögen schützen von Olaf Gierhake und Gerd Kommer. Zusammenfassend sind die wichtigsten Maßnahmen für den Übergang von der Vermögensaufbauphase in die Vermögensschutzphase wie folgt. Erstens: Abbau von Finanzprodukten, die nicht mehr zur aktuellen Lebenssituation passen, und gezielte Investition in gute Risiken im Rahmen einer abgestimmten Asset Allocation. Zweitens: Internationale Diversifikation des Vermögens, um Risiken zu minimieren. Drittens: Schaffung verschiedener Eigentumsstrukturen für das Familienvermögen, um die Vermögensschutzstrategie effektiv umzusetzen. Es ist entscheidend, sich frühzeitig mit den Maßnahmen zur Vermögensschutzphase auseinanderzusetzen. Eine durchdachte und kohärente Vermögensbewahrungsstrategie erfordert Zeit und qualifizierte Berater. Ein erster Schritt könnte darin bestehen, das Weltportfolio-Konzept von Gerd Kommer zu prüfen und die liquiden Vermögenswerte entsprechend auszurichten. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat
und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer neuen Buchzusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!